Ganz wichtig. Ja, moin. Ich guck mal, ob ich, ob ich Party-Einstellungen alles richtig habe. Bei mir werdet ihr jetzt gerade noch ein blaues Bildchen sehen. Ja. Ja, moin, Leute. Ich habe auch gerade noch mal Werbung auf Facebook gemacht. Da sind wir wieder. Ist das Ja, nicht schön? erstmal allen ein frohes neues Jahr. Ist ja auch schon 1,5 Monate her mit dem Ja. Jahreswechsel. War auch schon fast hin. Hoffe, ihr seid alle gesund, Corona-frei und sowas. Chrissy, hallo. Hallo Miezekatze. Ja, was soll ich sagen? Herr Leginho, das bin ich, und Herr Enfield Noob sind heute beim ersten gemeinsamen Duo-Stream in 2021 unterwegs. Mäulchen, Kleidchen. Guten Morgen, Knallt. Guten Morgen, ja moin. Ja, für mich ist es schon gefühlt immer morgen. Ich sag immer moin. Und Nino ist auch da. Nino, Ich gehe mal auf grüß den dich. anderen Stream. Mach mal. Gehe mich mal selber angucken, damit ich dein Gesicht nicht die ganze Zeit sehen muss. Oha, was soll denn das jetzt heißen? Ja, ich bin von deiner Schönheit so geblendet. Nein. Okay, Du das lassen wir weißt, gerade so durchgehen. ich meine nie was Negatives, du kennst mich. Wo bin ich denn? Besser ist das. So. Ich bin nicht da. So, ja, wir sind. Also Nico und ich sind jetzt du heute unterwegs. Wir warten noch auf nach, also wir warten noch nach den Kontrollen auf die Teams. Es spielt heute übrigens negativ, die in der Ultimate Liga spielen, so wie ich das richtig verstanden habe, gegen Schweizer Helder ohne Dosenbier. Ich habe es mir extra gemerkt. Die spielen in der Standardliga. Jetzt werde man sich fragen, warum ein Team aus der Ultimate Liga und aus der Standard Liga. Man hat die beiden Ligen zusammengeknüpft und es wird jeder gegen jeden spielen. Aber die Punkte werden in der eigenen Liga gewertet. Ja, das rührt daher, dass wir nicht genug Teams leider für die Ultimate Liga, die Ultimate Liga zusammengekriegt haben. Was leider sehr schade ist, weil irgendwie finde ich das sehr interessant, was wir uns diesmal da oder was sich die PGSL-Leitung da diesmal hat einfallen lassen. Aber nichtsdestotrotz, ja, wie Kevin gerade schon sagte, spielen wir alle gegeneinander. Und die Punktewertung ist halt anders. Ja, genau. Apropos Punktewertung, da sprechen wir das ja gerade an. Und zwar wird es nicht wie in der letzten Season sein. Na, Popcorn kann man auch mal richtig schreiben, lieber Nino. Mein Versager. Nein, Spaß. Lass Die Nino in Ruhe. Punktewerte, die Punkte. Nino! Die Punktewertung. Die Punktewertung in dieser Season ist es. Ist ein bisschen anders. Nicht viel. Es wird sich im Pick-and-Bun-System schon mal schon zu sehen sein. Wir spielen diese Season keine drei Maps. Das heißt, wir spielen nur noch zwei Maps. Jeder pickt seine eigene Map. Und eine Map bleibt einfach so stehen, die wird nicht gespielt. Also im Grunde genommen heißt es dann, es kann entweder ein Team 2 zu 0 gewinnen, wenn es das Heimteam ist. Oder man spielt unentschieden, 1 zu 1. Und man teilt sich die Punkte. Oder das Auswärtsteam gewinnt mit 0 zu 2. Da gibt es keine dritte neutrale Map. Jeder spielt seine eigene Map. Und entweder man siegt, man hat einen Unentschieden, oder man verliert. So ein Ding ist das. Ja, das Ganze ist dann auch gut. Das zieht sich dann nicht mehr so in die Länge, dass wir nicht Spiele von 2 Stunden haben. Leute, entschuldigt meine Stimme, ich kann dagegen nichts machen, aber ich bin seit Ende Dezember derbst krank. Ich hoffe, man versteht mich einigermaßen gut. Mein Schwägerin-Ding. Gibt's sonst noch was Neues, Kevin? Wollen wir mal ein bisschen über die Waffen sprechen? Ja, die Waffen. Und zwar ist es so geregelt, dass beide Teams, die an diesem Spieltag gegeneinander spielen, sich vorher einigen müssen, ob gewisse Waffen gespielt werden dürfen. Falls aber ein Team sagt, wir wollen das nicht so, dann wird des Weiteren mit PGSL-Waffen gespielt. Es kann dann aber auch sein, dass beide Teams sagen, oh, Heimteam möchte gerne eine Waffe spielen. Ich sage jetzt mal ganz simpel die AK-12. Und das andere Team möchte gerne als Gegenzug eine
Medic, Ingi, Sniperwaffe spielen, die Pay to Win ist, ich sag jetzt mal, keine Ahnung, die AM17 als Ingenieur oder die Marlin oder sonst was, wenn man sich darauf einigen kann, dann dürfen beide Teams damit spielen. Aber wenn sie sich nicht einigen können, dann bleibt es unter PGSL-Waffen. Ja, genau. Oder habe ich da was falsch erzählt? Nee, wie du schon sagtest, weil das Thema immer wieder aufkam, wir wollen Pay to Win, wir wollen Pay to Win, wir wollen Pay to Win. Oblag es ja dann in unserer Entscheidung, wie und welche Waffen wir zulassen. Und um dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, haben wir einfach gedacht, ihr entscheidet selber und ihr klärt das selber. So sind wir fein raus und ihr könnt euch halt darauf einigen oder dementsprechend halt nicht darauf einigen. Gleiches Recht für alle. Wer eine Waffe pickt, muss davon ausgehen, dass auch das Gegenteam diese Waffe pickt. Ja, das halt. Ansonsten, wie Kevin schon sagte, gibt es keine Einigung, dann wird nach PGSL-Regeln weitergespielt und die Waffen, die auch auf der Homepage stehen, sind nur zugelassen. Genau. Alles großartig weiter, was in der letzten Season schon war, ob es jetzt Skins sind, Rüstungen und so, hat sich großartig nichts geändert. Es bleibt alles beim Alten. Es darf keine Skins gespielt werden. Bei Skins gilt das als Rundenverlust. Bei gewissen Rüstungen, die nicht erlaubt sind, gilt das auch als Rundenverlust? Fragezeichen? Ja, solange bis das Skin entweder rausgenommen wurde oder die Runde zu Ende gespielt wird, wird sie erst nach der Runde oder beziehungsweise nach Ende der Runde rausgenommen, dann gilt das erste Match als komplett verloren. Genau, so war das. Und großartig hat sich jetzt auch, habe ich da noch was vergessen, also unsportliches Verhalten, ob es jetzt Taunt ist, Teabaggen ist, so das, was man alles schon im Warface Ranked und so kennengelernt hat, ob es jetzt von, ich sag das jetzt mal ganz neutral, von irgendwelchen Deutschen oder von irgendwelchen anderen internationalen Clans schon mal geschehen ist, ist ja schon immer passiert, wird auch nie ändern können, außer man versteht sich halt außerhalb gut und man sagt dann so, komm, wir lassen das mal sein, man kennt sich, dann ist auch alles gut. Macht man sowas nicht, ne? Ja. So. Aber man kennt das ja, ne? Deswegen wollte ich das nochmal so ganz genau erklären. Sowas gilt dann als direkter Map-Verlust. Also nicht eine Spielrunde verloren, sondern die Map ist dann endgültig vorbei und es gilt dann als disqualifiziert für diese Map. Also 0-1 Wertung. Genau. Denn man muss es auch mal so sehen, weil jeder weiß, was er da macht. Jeder weiß, dass wenn er Body shootet, dass es eine unfaire Geste ist und das wollen wir ab sofort nicht mehr dulden, indem man nur eine Runde abgezogen kriegt. Weil, nee, gibt's nicht. So. Ich hab dich nicht gemutet, aber ich mach's mal schnell. Aber ist ja egal. Dann nochmal so sagen. Schweizer Helder ohne Dosenbier tritt heute nur zu viert an. Der fünfte Mann ist nicht erreichbar. Ich bin gespannt, wie es mit negativ aussieht. Die spielen wahrscheinlich zu fünft. Ja, ihr habt's gehört. Kontrolleurin sagt so. Also so. Bist du schon in einem Raum? Nee, ne? Nein. Ich sehe aber gerade jemanden einen Raum öffnen. Ist das No Aim, der heute spielen wird? Ja. Das ist ein privater Raum. Müsste mich einladen. Dann so, ich rein. Was ist denn mit dem zweiten Kontrolleur? Hat der schon irgendwie Rückmeldung geben können, Team 13? Nein, der kontrolliert auch unter seinem normalen Account. Okay. Ich gucke jetzt gerade, ob ich ihn hier habe. Ich glaube, ich schicke ihm eine Freundschaftsanfrage. So, kurze Frage an den Stream. Das geht jetzt nur von meiner Seite aus. Soll ich die Facecam ein bisschen größer stellen? Oder ist das für euch in Ordnung? Wäre schön, wenn ihr da eine Antwort geben könntet. Wollt ihr Kevin ganz groß sehen oder wollt ihr Kevin nur ganz Nein, klein sehen? Nein, nicht ganz groß. Ich will jetzt auch nicht das ganze Bild verdecken mit meinem Gesicht. Einfach nur ein bisschen größer. Nur ein bisschen. Ich bin mal eine Minute weg. Ich will mal Team 13 was fragen, was nicht jeder mitkriegen sollte. Mhm. So. Ich kann ja mal schauen, ob im Parallelstream was geht. Ich muss nochmal kurz auf YouTube gehen. So. So. Grüße
grüß dich, Faint Raider. Wie geht's? So. Schade, dass YouTube nicht solche Funktionen hat wie auf einem anderen Streaming-Plattform, ob man eine Abstimmung machen kann. Deswegen frage ich euch jetzt nochmal im Stream, wollt ihr, dass ich die Facecam ein bisschen größer mache? Also ein bisschen größeres Bild von mir haben wollt? So, da Weil bin ich ich bin ja in der da. Ecke und verdecke ja nicht so viel vom Gameplay. Man sieht ja das Größte. Wollt ihr das? Okay. Ja oder nein? Oder wollt ihr das halt so lassen? Okay. Stimmt jetzt ab. Stimmt ab. Schreibt ja oder nein. Ganz fresh, bin gespannt, wie ihr es dann So, ich möchtet habe generell. Team 13 mal gesagt, das Stimme teilen, dass sie das ausmachen, ne? Dann können wir sie hören. Es kann sein, dass wir den schwarzen Träumer adden müssen. Ich habe ihn Ja, perfekt. lesend. Ich habe No Name, No Aim in meiner Liste. Der muss mich einladen. Ich habe Gizmo in meiner Liste. Den müsste ich auch Die noch habe ich mal fragen. auch. Es ging in erster Linie darum, dass wir wegen den Kontrollen. Er ist auch abwesend. Ich glaube, er ist gerade AFK. Ich habe aber noch andere von dem Team. So, ja, moin, Barlos. Leute, wenn ihr jetzt komische Sachen hört, dass wir mit uns selber sprechen, der noch anwesende Kontrolleur ist noch hier drin. Seine Stimme teilen ist aus, deswegen müssen wir ab und zu mal dahin hören, damit wir wissen, wann das Go kommt. Und Fedra auch. Moin, Freddy. Ja, das haben wir gerade besprochen. Bleib so klein. Was ist los, Jungs? Ja, wir müssen eingeladen werden in die Lobby. So, erstens. Ja. Sonic, bleib so klein. Ach ja, stimmt. Jetzt, wo es gerade steht, wir haben ja einen kleinen, ja, soll ich sagen, Werbung, Sponsor? Ja, kann man so sagen, ne? Beides. Wir haben neuen Sponsor und wir haben, glaube ich, auch neue Werbung oder beziehungsweise einen neuen, wie nennt sich das denn? Wo ist das Bild? Unten links. Einen neuen Partner. Ihr könnt künftig, glaube ich, PSN-Karten auf unserer Seite günstiger ergattern. Wenn ich mich Ja. recht erinnere, um 10% billiger je Karte oder 15% sogar. Und ein kleiner Teil von der gekauften PSN-Karte fließt auch der PGSL zugute. Heißt, sprich, wir können größere Pots machen, wir können unsere Bereiche vergrößern, wir können mehr Werbung schalten. Also ihr helft uns, indem ihr euch helft. Moin, Valrox. So rum. Jo, moin, Wally. Affiliate-Partnerschaft, sagt gerade Chef oder Chefin. Na, Ich glaube, Chef. genau. Ach, guck mal, wir werden auch So. noch kontrolliert, oder was? Ja, Ja, das alles, was Nico gesagt hat, ist nicht meine Schuld. So, weiter. und wir haben natürlich noch einen Sponsor, den großartigen Mr. X, der nicht namentlich erwähnt werden möchte, aber der eine sehr, sehr große Summe zu diesem Cup beigetragen hat. Ich weiß gar nicht, ob ich die Summe nennen darf, deswegen nenne ich sie nicht. Da ist der andere Kontrolleur. Moment. Stell dich mal auf Stimme teilen aus. Perfekt. Perfekt. So. Und? Und? Alles gut? Treten zu fünft an. Gut, dann müssten die uns jetzt nur noch in den Raum einladen und dann, Leute, geht's los mit Team 6. So, ich habe gerade eine neue Bombenlegen-Lobby gefunden. Da schmeiße ich dich jetzt mal hinzu. Ich sehe dich. Perfekt. Ja, da sind wir. Insgesamt 200 € fügt gerade Nicole hinzu. Also dürfen wir es doch sagen. Ja, dann mache ich mal den Papagei. Es sind insgesamt 200 €, die allein nur von Mr. X gesponsert wurden. So. Komme mir vor wie bei Scotland Yard, Mr. X jagen. So, möchtest du bei Schweizer Helden anfangen? Möchte ich. Gut, dann gehe ich zu negativ auf die Seite.
Ich hoffe, Sie stoßen jetzt auch noch dazu. Ich muss mal kurz mein Headset aufladen. Mach mal. Ach so, ich weiß nicht, ob wir schon gesagt haben. Die Schwitzer treten leider nur zu viert an. Warum, wieso, weshalb ist außerhalb meines Kenntnisbereiches und tut, glaube ich, auch erstmal nichts zur Sache. Hey, Putin. 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 Sorry. So. Ansonsten, Leute, hat sich alles, ist alles bei gleich geblieben. Ihr könnt immer noch ein Like da lassen, ein Follow, ein was war das? Ein Twitch-Abo, obwohl wir gar nicht auf Twitch sind, aber wir sind auch weiterhin auf Ja, Twitch. auf Twitch könnt ihr auch followen, die Seite. Oder wenn ihr sogar PGSA auf Twitch unterstützen wollt, könnt ihr gerne subscriben, also abonnieren. Der Unterschied zwischen YouTube und Twitch ist, das Abonnieren auf Twitch ist nicht kostenlos, ne? Kostet ein normaler Sub kostet 4,99. Wenn ihr es übers Handy macht, ist es 6,99. Also, ne? Wäre schon gut, wenn ihr es über den Browser macht. Nur so als kleiner Tipp. Weil da irgendwie die Tech, die keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Aber normalerweise kostet es 4,99. Aber auf YouTube könnt ihr abonnieren, das ist kostenfrei, ne? Ich glaube, Und ja. es kostet 1 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, oder wenn man YouTube-Member werden wollen würde. Ja, Member werden, aber den Kanal abonnieren kostet nichts. Nur wenn man ein Mitglied werden möchte. Das ist sozusagen wie das Abonnieren beim Twitch. Okay, alles klar. Tut mir leid, ich Na, ist gut. bin ein Alles alter Mann, weißt gut. du doch. Gut. Ich kenne mich So. damit nicht ganz so aus. So, wir schauen mal. Er hat zu dem A eingeladen. Okay. Dann müsste eigentlich gleich Ramon kommen. Justix kann ich auch einladen. Ja, dann lad die mal ein, bitte. Justix habe ich. Wenn der Kater nicht unbedingt vor dem Block und glaube ich auch vor dem Fernseher rumgeistern würde. Ah, guck mal, da ist schon die, Ja. sonst kommt Hicks. Da kommen jetzt die anderen auch rein. Leo, komm. So, gut. Ich glaube, wir sind eigentlich schon eine Viertelstunde drüber. Das haben wir ja eigentlich schon mal privat besprochen. Ich sage jetzt nicht wann. Wir haben eigentlich noch gesagt, so damit ihr Bescheid wisst, wir wollen die Spiele pünktlich anfangen. Letzte Season, ihr habt es gesehen, war eine absolute Katastrophe. Oh ja. Es hat Stunden gedauert. Es hat auch mal 1,5 Stunden gedauert. Das haben wir uns mit euch mal in dieser letzten Season durchgehen lassen. Diese Season wollen wir wirklich, wirklich, richtig streng sein. Und dann, also bei mir werde ich richtig streng sein. Ob es die Oh, ich anderen auch. genauso durchziehen, ist eine Ich andere auch. Sache. Weil in der Regel steht eine Viertelstunde Zeit, ja, Spanne, wo man noch was vorbereiten kann. Also mit einer Viertelstunde Verspätung können wir gerne das Spiel anfangen. Ansonsten gilt dann das Spiel als verloren, wenn Ja. man nicht pünktlich mehr antritt. Oder in dem Fall hier, man muss auch zu viert antreten. Wieso, weshalb, warum? So. So, wen habe ich denn hier? Moin, Affe mit Waffe. Ein bisschen Hallo hier den Chatleuten sagen. Obwohl der quasi zu 90% aus Ain't No Saint besteht. Bei mir zumindest. So, das sieht doch ganz gut aus. So, ich Ich frage drücke mal schon mal nur kurz ready. nach. Ja, wir müssen aber noch Picks und Bans machen. Ich will nicht 19 rausfliegen. 04, helfe gerne, bin Antin, darf man das nicht? Nein, du darfst. Ich weiß jetzt nicht, ob du, Sonic, ob du da mitmachen darfst. Weil das Ding ist halt, jedes seiner Teams hat seine Member angemeldet. Man muss ja auch eine kleine Anmeldegebühr bezahlen. Und die Spieler, die gemeldet sind, dürfen spielen. Das heißt, es darf kein weiterer, ich sage jetzt mal unbekannter Spieler, ist jetzt halt scheiße ausgedrückt, bei diesem Spiel mitmachen. Es geht ja um einen Preispool. Deswegen ist das andernfalls nicht möglich. Wenn du dich für das Team melden darfst, dann ist das in Ordnung. Ja, sowas hättest du vor der Season besser. Okay, wenn man das nicht weiß.
Auswechslungen oder Nachmeldungen sind jetzt nur innerhalb der Halbzeit möglich. Vielleicht, wenn du ein aktiver Spieler bist, dann solltest du dich mal bei dem einen oder anderen Clan, die hier teilnehmen, vielleicht melden. Und ja. Wird schwer, da alleine reinzukommen, sage ich mal so. Ja, jetzt kommen wir da zum Problem. Was ist denn jetzt? Wir haben noch jemanden. Die Zeit ist um. Eigentlich hätten wir das Spiel schon längst starten müssen. Muss so kontrolliert werden. Nee, jetzt nicht mehr. Nein, 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 jetzt nicht mehr. Zeit ist um. Zweite Halbzeit, doch, das würde gehen. Ja. Sorry, Schwitzer oder wer auch immer, aber das ist genau das, was wir besprochen haben. Ja, vielleicht wäre das schlau, wenn er das den beiden Jungs sagt. Ja. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt hier mal mit dem Pick und Ban anfangen. So. Aber Neuling. Oh. Vielen Dank für die Antwort, mein Schöner. Bin ja im anderen Schwitzer Team. Ja, alles gut. Ja, jetzt weißt du Bescheid. So. Jene Team kann eine Pick. Kann jetzt ein Pick für sich setzen. Dann ist das Thema auch durch. Wir spielen nur noch zwei Maps. Genau. Keine drei Maps. Gestern haben wir noch darüber diskutiert, ob wir eine Bannphase machen oder gleich eine Pickphase. So. Erst schon mal Factory Bun. Okay. Jetzt kann Helder sich entscheiden, ob sie eine Map picken wollen. Einer bei den Helden ist raus. Wieder drin. Nein, okay, machen wir nicht. Ja, wäre. Ja, man würde es ja fast wie im Fußball machen. Ne, man kann ja jemanden aus dem zweiten Team in den ersten Team holen oder aus dem ersten Team ins zweite Team holen. Aber das geht leider nicht. Ist nicht wie Fußball, Kreisliga oder in welcher Liga auch eben ihr mal vielleicht mal spielen solltet. Wer auch selber Fußball spielt, der kennt das ja. So. So, übrigens Factory und Yard gebannt. 180p oder was? Nee. 720p, 60 FPS. Nexo. Lieber Kevin. Mensch, Mensch, Mensch. So Leute, ich bitte um ein bisschen Pyramide, ein bisschen mehr Zügigkeit. Wir nähern uns schon wieder die 20, 25 Minuten Verzögerung, beziehungsweise 10 Minuten mehr als eigentlich geplant ist. So, Gut, D17, die perfekt. 17. Pyramide. Los geht's. Ja. Dann go. Wer spielt denn gegen wen? Also wer hat denn das Heimrecht, sagen wir es mal so? Weißt du das, Kevin? Bitte? Weißt du, wer Heimrecht hat? Negativ. So, Leute. Bei den Schwitzern ist schon wieder einer raus. Ja, müssen wir warten.
Jo, beiden Teams viel Glück. Alles mit. Kevin befindet sich auf der Seite des Hosts bei Negativ. Und ich mache mal die erste Runde die Schwitzer. Nicht der Dropshop-Sniper wieder. So, Leute, los Grüß geht's. dich, Vyrox. Ach, Vyrox, Junge. Virax, Junge. Ja, den freue ich mich irgendwann mal. Gegen jeden Spieler. Ganz Nee, feiner, super Kerl. ich weiß, ich kenne ihn. Kenn ihn ganz Ja, gut. natürlich So. kennst du ihn. Auf geht's. Grüß dich. Senpai, Nexo, Juno, grüß dich, Kevin, Byrox, grüß dich. So, los geht's. Erste Runde, Pyramide. Gibt ja nur noch zwei Maps, die gespielt werden. Ah, negativ. Mit zwei Mammern von Overdose. Ich weiß gar nicht Mega mehr, was ich Spielzeit, machen muss. Alter. Bombe aufgehoben. Ja, da haben wir schon ein Oh. richtiges Problem. Ich bin als Schütze drin. Und auf geht's. Machst du die Fangen erste wir Runde, einfach Kev? mal. Ja, ich fange mal an. So, einer Richtung, er zieht immer Richtung Mitte, spielt mit der VHS. Blockmonster auch mit der VHS. Ah. Jigsaw spielt mit der. Oh, wie heißt denn der Skin nochmal? Das kann ich nicht beantworten. Putin ist rausgeflogen. Ja, durch Jigsaw. Der Cygray. Warum Runde verloren. geht die jetzt Der nicht Feind ein? hat unser Nee, nee, Team ich mach's gut. Ah, Doppelkill. Und das war's auch schon. Platziert die Bombe. Ja, Leute, wir haben schon den ersten, der rausgeflogen ist. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich in der zweiten Runde. Bombe aufgehoben. Werden hier alle rausgehen. So, das sieht. Meine drei Schützer machen eine stabile 2. No, er macht hier schön die Cutters, geht mit der VHS, macht Backup. Chewbacca versucht zu pushen. Das Ganze geschieht relativ langsam. Wir sind ja auch nur zu dritt, die Armen. Ja, es wird jetzt hier, ich glaube, sie werden sich ein bisschen was versuchen rauszupicken. Rhyme-Serie ist das ja. Ja, da habe ich den Danke. Kontakt. Oh, Shinkai geht von No. Bombe fallen gelassen. Runde verloren. Ja, das ist die Runde auch schon Der zu Ende. Feind hat unser Team eliminiert. Rhyme. Hast du die, glaube ich, die gab es gerade für PlayStation Plus umsonst, glaube ich, ne? Da fragst du mich was, ich hab die Skin-Serie nicht. Da war ich noch nicht so lange im Game. Ist auch ein netter Skin. So. Zwei gehen Richtung Mitte durch, wollen pushen. Oh ja, Ist der das gucke erste ich mir an. Kontakt. Blockmonster wird von Chewbacca rausgeholt mit der MP5. Diesmal holt sich den zweiten. Putin tritt wieder bei. Jigsaw holt sich Chewbacca raus, aber Chewbacca killt Gizmo mit seiner eigenen Claymore raus. Medic ist übrig. Ja, der Muss rettet bei gepusht mir. werden. Der rettet hier oben alles weg. Aha. X schafft es nicht, über den Cube zu springen. Carlos ampt die Mitte ab. Jigsaw holt sich No Name raus. Jetzt ist der Medic raus. Und noch Gizmo alleine. Und wird von Carlos rausgeholt. 3-0. Ja, inzwischen ist Putin auch wieder reingekommen. Hoffentlich kann er drin bleiben. Was dann aber doch die Raumeinstellung mich in Frage stellen lässt. Ja, So. wenn du kannst ja wieder beitreten, das ist ja kein Problem. Da wollte der Medic pushen. Ja, sag ruhig. Er ist ja nur wieder in die. Er stand ja nur wieder in der Lobby und kann ja beitreten. Ach, Ist ja kein stimmt, Problem. stimmt. Er war ja in der Lobby. Ich blöd. Du hast recht. So, nichtsdestotrotz. Zwei Schwitzer, ein Schwitzer. Nur noch Putin übrig, der sich in den Cutters befindet. Hat einen miesen Gunfight mit Blockmonster, den er verliert leider. 0 zu 4 für negativ. PGSL braucht Level Up Sponsor. Level Up. Welchen besonderen Energy Drink wollt ihr denn als Sponsor haben? Level Up. Gamers Only und wie sie alle heißen. Das So. ist was nur mit Bull geworden. Kennt das keiner mehr? Level up. Ja, Just Block Monster holt sich Chewbacca raus. Die Bombe ist gedroppt. Ah, er zu einem A, holt sich zwei Kills. Ja, ist Putin alleine gegen fünf.
ein bisschen schwierig. Ja. Er ist der erste Kontakt. Okay, gut. Jetzt Connection mal wieder on point, aber es steht 5-0. Geht ruckzuck. So, dann befinden wir uns auch schon im Seitenwechsel. Klassische Aufteilung, obwohl halt, jetzt geht einer zurück, es sind 2 auf 2, einer auf 1, der andere macht die Mitte. Jetzt kommt der hier auf 1, der Chewbacca kommt doch zurück, da es anscheinend eine 2 wird. Red Bull war 2020 Gaming Booster ist 2021. Nee. So. Medic letzt gut in den Cutters, wird aber von Just Blockmanns da rausgeholt. Und ich höre, es wird geplantet. Putin jetzt alleine in die Cutters. Oh, okay. Ja, Connection ist sehr super. Blockmanns ja dann mit dem Headshot in den Cutters, obwohl er nicht zuerst drauf war. Ja, zwei gehen Richtung Mitte, der Rest orientiert sich auf 1. X spielt, ist runter vom Sniper gegangen, spielt jetzt mit der Radon. Carlos holt sich Chewbacca raus. Ja, die VHS ist irgendwie Meta bei der PGSL-Sache. Anscheinend. Holt sich Gizmo raus. Putin spielt aber Radon und tut Carlos raus. Chewbacca holt sich mit der Claymore die Bombe raus. Putin holt sich den nächsten raus, wird aber vom Blockmonster rausgeholt. Schicker Slide-Kill, Slide-Kopfschuss. Ja, diesmal wird es eine Full-Verteidigung, gehen alle auf 2 bei mir. Und du hast Spaß, ja? Oh, das wird auch eine 2, sehe ich. Putin hat den ersten Kontakt. Chewbacca kann Justix rausholen. Schießt auf seinen eigenen Mann, riskiert das Endstück. Okay. Gizmo konnte dann den... Ich kann seinen Namen gar nicht lesen. Jigsaw. Ach, Jigsaw. Okay. Jigsaw. Dank dir. Was will ich ohne dich machen? Es ist so. Nicht Fixie Hartmann, es ist Jigsaw. Ja, No Aim jetzt hier wieder allein in der Bredouille. Gegen 3 Negativler. 2 Negativler. Blocky ist raus. Hi, Blocky. Na, nicht schlecht gemacht, da hat er ihn hinter dem Headkit vermutet. Und er hat richtig vermutet. 30 Sekunden noch für No Aim. Schade. Wird da weggemacht von Carlos. Den ich übrigens jetzt das erste Mal sehe, Carlos. Ich sterb nicht. Jetzt. So, was Fixie hat man? Ja, das war letzte Season ein Running Gag, Kevin. Deswegen. Das hat Nico anfangs noch nicht so ganz verstanden. Glaube ich. Doch schon, aber ich wusste ja, wer das ist. Schöner Headshot von Hicks. Aber No Name holt sich Carlos raus. Jigsaw holt sich No Name raus. Aber Putin alleine wieder gegen 3. Ja. Man sieht doch tatsächlich. Den ersten raus. Man sieht tatsächlich die Unterzahl, ne? Es ist echt doof. Man wird von Erzinnen mal rausgeholt. Gibt doch mittlerweile auch einen Clan, der Fixie Hartmann heißt. Das ist das sind unsere Freunde. Habe ich auch schon mal gesehen. So, was haben wir denn hier? 2 gehen hoch in der Mitte. Und die anderen beiden auf 2. Ich glaube, es wird auch eine 2. Ja. Erster Kontakt bei No Aim. Bei Putin auch. Der von Jigsaw rausgeholt wird. Chewbacca zieht langsam nach, Gizmo zieht auch langsam nach. No Aim kann Chewbacca rausholen, Jigsaw rausholen. Wird aber dann euch gleich gerefragt. Alter, meine Stimme, sorry Leute. Und nur noch Gizmo ist da. Aber je mehr ich spreche, desto schlimmer ist das. Na, 1-2 Übersituation. Schön. Oh, schade, ich hätte ihn gegönnt. Fast die Runde geholt. 0-10 aus Sicht der Schützer. Ja. Ich switch rüber auf einmal Instant Headshot. Also Bullshit. Eigentlich
eigentlich Fixherren erlaubt, ja, ne? Die was erlaubt? Fixherren. Ja, ja. Okay, gut. War mir jetzt gerade wieder nicht so sicher. So. Also, Jigsaw wird rausgeholt von No Name, No Aim. Glaubt man das auch schon raus? Habe ich gerade nur so nebenbei mitbekommen. Bombe wird platziert. Ist das die erste Runde für das Team ohne Dosenbier? Kann man sich das merken? Gizmo ist raus durch Carlos. So. Ah, Chewbacca wird von RZMA und Nonnen auch rausgeholt. Damit ist das ein einfaches GG. 11:0 gegen jemand von ohne Dosenbier. 1:0 nach Maps. So schnell geht jetzt. Ich wollte gerade sagen, das geht schnell. Ja. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es jetzt eine neue ID. Stimmt das, Kontrolleurin? Alles klar. Ja, Leute, so. Ihr habt es nicht gehört. Es gibt eine neue ID, beziehungsweise die Leute müssen neu kontrolliert werden, weil das die App, die wir da aktuell, ich sag's mal so, leider noch nutzen, auf 40 Minuten begrenzt ist und da hier schon wieder so viel Hickhack vorweg war, wird jetzt eine neue ID vergeben. Zeit für mich und Kevin, euch voll zu quatschen. Meine Leute trinken halt kein Dosenbier, sondern Whisky. Ja, dann ist der Teamname schon falsch. So ein Ding ist das. Ja, ging schnell. Ein quickes, ein sehr schnelles 11:0. Ja, wie ich schon sagte, da macht sich die Unterzahl echt stark bemerkbar. So. Können sehr gerusht werden. Seitenwechsel, Nico. Ja, aber ich glaube, das wird eh noch dauern. Können wir. Aber wechsel schon mal. Dann bist du schon mal. Machen wir. Ja, gibt es irgendwas zu sagen? Habt ihr vielleicht irgendwelche Fragen, die ihr uns stellen wollt bezüglich der neuen Season, der neuen Liga, der neuen Regeln? Der muss ja jetzt sein. Warum? Der Spruch im Chat. Das war ein Gag zwischen mir. Ich bin bei mir auf dem Chat, ich sehe deinen Chat nicht. Nein, ich meine hier Office Chat hier. Ach so. So. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, Jungs, Mädels, falls ein paar Mädels schauen? Fragt, stellt Fragen. Ein Blockmonster. Zurzeit wird dort nochmal geändert, weil eine neue IP gekommen ist und dann muss man noch alles wieder neu verknüpfen. Das geht mit dieser App, die wir jetzt haben, besser als in der letzten Season. Nochmal für die Leute, die noch nicht wissen, welche App es sich handelt. Es handelt sich um Microsoft Teams. Damit werden wir Sorry, will ich nicht unterbrechen. Nein, Microsoft Teams können wir nicht nutzen. Genau das ist das Problem, was wir hier gerade haben. Ach so. Weil bei Microsoft Teams muss jeder seine Telefonnummer dem Kontrolleur angeben. Und das will nicht jeder. Nicht jeder möchte seine Telefonnummer preisgeben. Und deswegen greifen wir gerade wieder zurück auf diese blöde Zoom-App, die nur 40 Minuten begrenzt ist. Ach so, Zoom-App. Ja, okay, gut. Sorry, ich wollte da nicht. Aber das ist gerade das Problem. Dann ist es Zoom-App. Ich dachte, es wäre Microsoft Teams gewesen. Nee, gut, dann habe ich mich, dann nehme ich meine Aussage zurück. Lass mich auch mal recht haben. Also würde ich nie sagen, dass du nie recht hast. Nie sagst du das nie. Naja, habe ich auch nie gesagt, dass du noch nie recht hast. Aber der Einzige, der noch nie recht haben wird, ist ein gewisser Streamer-Kollege, der morgen streamen wird. Lass doch den armen Jungen. Ja, apropos Stream und morgen. Morgen finden weitere drei Spiele statt. Eigentlich hätte dieses Spiel auch am morgigen Sonntag stattfinden sollen, aber man einigte sich auf einen früheren Termin. So haben wir morgen nur noch drei Spiele. Eins ist um 17, eins um 18 und eins um 19 Uhr.
Auf das Spiel morgen um 17 Uhr bin ich sehr gespannt. Das ist Kevin sein Hausteam, sein Main-Team. Das sind die Six, ich sag mal, das sind Six Götter, ne? Six Na, Gods, ne? Moods, die heißen jetzt Moods. Moods, okay. Sorry, wenn ich da falsch informiert war. Nein, nein, Gegen. also die sind ja mit bildlich gesehen Team 6 angemeldet, aber die heißen jetzt Moods. Moods gefällt mir viel besser als Six Götter. Oder Six Gods. Gegen wen spielt ihr denn, Kevin? Oh, müsste ich weiß das jetzt nicht aus dem Kopf. Müsste ich mal schauen. Wir Ich spielen. spiele gegen die alten Füchse. Ach, Füchse, stimmt. Füchse spielen wir ja. Dann haben wir um 18 Uhr das Spiel, was da heißt Project Z, heißt es jetzt, glaube ich, ne? Project Z. Gegen, so jetzt kommt mein Auftritt, die Schweizer Helden mit. Falsch, schon direkt falsch. Sind immer noch Schweizer Helden. Die Schweizer Helden, Schweizer da war es Helder. wieder. Du kennst mir gar nicht. Die Schweizer Helden mit Dosenbier, oder? Genau, es ist dies. Morgen ist es mit Dosenbier. Oh Gott, Heute ey. ohne. Ey, Heute ohne Dosenbier vom Pennymarkt. ich habe es nie merken können. Ich bin rausgeflogen aus dem Raum. Ja, und um 19 Na, hat sich Uhr ja. spielt dann. Na, meine Wenigkeit spielt nicht. Ich lasse einem besseren Spieler mal anscheinend den Vortritt. Und wir spielen gegen Revolt. Bitte beide Spiele, 17 und 19 Uhr, natürlich das auch um 18 Uhr. Bitte, bitte zahlreich angucken. Es, glaube ich, wird ein Augenschmaus sein für manch einen. Ja. Kevin, glaube ich, du kommentierst uns um 19 Uhr, ne? Morgen, ne? Ja. Und um 18 Uhr ist dann meine Wenigkeit mit einem neuen, nicht allzu unbekannten Spieler aus Warface. Man kennt sich, man kennt ihn. Den werde ich euch dann morgen vorstellen. Das wird unser neuer Streamer-Kollege werden. Und ich glaube, Kevin hat auch einen um 17 Uhr mit, der neu ist. Wenn ich mich nicht irre. Ja. Wie ihr seht, wir sind ein bisschen zahlreicher belegt diesmal, damit wir garantieren können, dass wir von allen Seiten sehen, streamen und verfolgen können, was da los ist. So, in meinem Chat habe ich auch viele Bekundungen für die Schweizer Helden. Go, go, sehe ich hier. Schweizer Liebesherzchen und jede Menge. Catworm ist im falschen Stream, das geht ja nicht. Ich muss eigentlich bei mir rein. Das schon genug. Wir sind sieben, bei diesen Sternen. Warte mal, warte mal. Ich muss das mal kurz lesen. iRyrox schreibt: Nice, haben wir den sympathischsten Kommentator nach Endshield. Also iRyrox, ne? Also wenn für diese Aussage muss ich dich erstens bannen und zweitens werde ich persönlich dafür sorgen, gegen dich zu spielen. Ich freue mich schon drauf. Bester Frech. Mann, bester Mann der Virus. Bester Mann. Du musst einmal bitte rübergehen. Schon wieder. Ja, man Ja, sieht doch. aber ich habe dich wieder hinzugefügt. Du bist ja was Ja, für mich. du hast recht. Wie immer. Bald mache ich einfach nur. Ich hinterfrage gar nichts mehr. Wenn du was sagst, mache ich einfach. So, ich glaube, der erste Kontrolleur ist auch schon wieder da. Habe ich das hier gerade gesehen? Ich bluescreen euch mal kurz. So. Ramon gönnt Pfeife. Ja, man schuldet mir noch was. Aha. Ja. Beide Teams ready? Okay, Ich fertig. bin im Flaschenstream. So. So, es geht weiter. Beide Kontrolleure haben ihr Go gegeben. Ja, ich glaube, Ramon muss unter dem Tops. True. So, das ging doch aber diesmal schnell. Kann es immer so gehen? Ja, ich würde es immerhin ein Match mit Respekt. Ja, Virox, das sehe ich genauso. Ich glaube, ich werde es selber nicht spielen. Habe jetzt nur ein bisschen geträumt, ob ich spiele. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das Team, gegen die ihr bald noch spielen werdet,
Also dein Team ist es ja, Nico. Gucken. Sorry, ich habe gerade mit dem Controller noch gesprochen. Es gibt da wohl was, aber das besprechen wir hinterher. Ja, was? Naja, alles gut, alles gut. Ah, ging nur wegen Byrox. Gegen euch wird es ein Match mit Respekt sein, Er ist hoffentlich. jetzt immer. Immer. Ich behandle jeden Clan oder beziehungsweise auch, naja, bei euch sowieso, das weiß er. Das ist schon immer gewesen. So, alle ready, alle bereit, alle go, go, go. So, und diesmal darfst du anfangen, weil bei ungerade erste Map durfte ich einmal kommentieren, mehr kommentieren, jetzt bist du dran. Einfach Perfekt, so alles klar. ausgleichen. Oh, ich mach mal Kämpfchen kurz aus. Mach mal. So, und ganz entspannt. Schätze, da will jemand auf Toilette gehen. Tja, das ist der Vorteil, wenn man keine Cam hat. Ich kann ja eigentlich machen, was ich will. Deswegen sitze ich auch in meinem Borat-Anzug. Das ist auch so ein kleiner Insider. Kevin wollte, dass ich heute unbedingt schicke Unterwäsche trage. Was ich nun auch mache. Und keiner kann es sehen, weißt du? Ach. Gut, aber dann jemanden, der vielleicht bei dir in der Nähe ist. Derjenige gefällt das definitiv. So, erste Runde geht los. D17. Anscheinend sitzen mit zwei Justics her schon den ersten Kontakt. Meine Jungs befinden sich in der Mitte. Ich gucke, ob er da Justics zu, denn da wird gepusht. Sind schon On-Spots. Blocky ist oben. Der könnte längst einen Kill gemacht haben, der vor ihm sich befindet. Oh, Blutzerstück. Blutzerstück. Carlos holt da Chewbacca raus. Chipzer macht Zickzack. Justix feuert wie wild in den blauen Rauch. Nur noch mal eben da. Ja, Eliminiert. und wird von Mission Justix geholt. erfolgreich. Verteidigt die strategischen Orte. Runde So, beginnt. zweite Runde. Orientieren sich wieder auf nur zwei. Schneller Aufbau. Der Medic pusht schon schnell vor. Befindet sich schon ein Und Putin holt sich mit der Verest schon Blockmanns heraus. Gute Nate. Sitzt gut. Backer raus durch Jigsaw. Und Jigsaw holt sich Medic raus. Schlecht für Schwyzaider. Medic schnell weg. Jigs holt sich Putin raus. Es ist No Name, No Aim übrig gegen drei. Wo man sagen muss, negativ spielt ohne Medic. Holt den ersten raus. Nur noch zwei. Eben vorsichtig ab. Runde Und erfolgreich. wird von nichts mehr im Headshot Feindliches Team rausgeholt. eliminiert. 0-2. Verteidigt die strategischen Orte. Runde beginnt. Du bist dran, Nico. Ja, ich beobachte gerade, es tut sich hier noch nichts. Ich habe, ah doch, auf zwei anscheinend. No Aim holt da Blocky raus. Justix aimed blue. Irgendwelche Schüsse anscheinend von oben, die sich im Containergang befinden. Ich dachte eigentlich, dass sie immer dieselbe Verteidigung machen. Diesmal sind sie nicht nach oben gegangen. Oh, da wird RCDMA, Putin rausgefunden, RCDMA. Umgekehrt natürlich. Oh, das ist immer dieses Blöde, ne? Wenn du vorher auf der anderen Seite warst. Ich komme damit nicht klar. Aber ich denke, das werdet ihr mir verzeihen. So, Jigsaw und Carlos hier im Up-Aim. Justix befindet sich auf Spot 1. Guckt, dass da keiner den Spot switcht. Carlos hat dann Putin rausgeholt. Runde erfolgreich. Und Carlos holt auch No Feindliches Name Team raus. eliminiert. Verteidigt die strategischen Orte. Runde beginnt. So, diesmal orientiert sich Schweizerhändler ohne Dosenbier Richtung 1. No Name, No Aim holt Blockmonster mit dem Headshot raus.
wird von Jigsaw von Top rausgeholt. Carlos mit dem nächsten Kill, mit dem Doppelkill. Putin holt sich Carlos raus. Ist alleine. Das war das schlau gemacht. Holt sich Erze immer mit der Claymore raus, aber wurde gesichtet. Von Higgs, weil er spielt mit der Radon. Jigsaw geht bei mir switchen und guckt. Schöner Headshot von Putin gegen Higgs. 1 gegen 1. Er weiß das. Putin weiß, dass er top ist. Und holt sich Jigsaw raus mit einem schönen Headshot. Schön gemacht. 1 zu 3. Schön gemacht. Ja, da sind sie alle drei Einzelpushen gegangen. Haben dann doch unterschätzt, dass er das Triple machen kann. So, diesmal gehen wieder zwei Leute nach oben. Ich habe da schon den ersten Kontakt. Justix hört noch einen Helm raus. Carlo schießt da seinen eigenen Mann an. Gizmo wurde anscheinend rausgeholt. Jigsaw kann Chewbacca rausholen. Blockmonster mit der schönen Nate. Holt Gizmo raus. Nur noch Putin übrig, wie immer. Das scheint hier gerade zum Klassiker zu werden. Putin the last man. Ja, sie gehen jagen. Sie versuchen ihn zu pushen. Pushen ihn am Spawn. Kann da Jigsaw rausholen? Nein, schön, jetzt haben sie es wenigstens zusammengepostet. Schön gemacht. Platziert die Bombe an einer strategischen Position auf feindlichem Gelände. Runde beginnt. So. So. Carlos holt sich schon No-Name-No-Aim raus. Wird eine 2. Putin versucht zu pushen, wird rausgeholt. Chewbacca mit der Nate. Ja, das ging schnell. Das war eine schöne Runde. Ja. Und sich die letzten zwei. 1 zu 5. Ja, manchmal kommt man nicht hinterher. Da werden wir gerade auf den 1 switchen, dann ist der tot und auf einmal sind alle tot. So, das sind 1 bei mir. Justix mit den 3 Nates. Merkt schon, die ersten Nates kommen aber auch zurück. Also auf 1 scheint jemand zu sein. Na, hier gibt es einen kleinen Gunfight, erste Kontakte auf Long. Justix kann da Chewbacca rausholen. Noem kann Blocky rausholen. Noem kann Ramon rausholen. Jigsaw holt Noem raus. Und Jigsaw mit einem Doppelkill hat Gizmo auch noch raus. Und der Klassiker, Putin ist übrig. Und Carlos kann dann noch den Putin holen, während ja, Jigsaw noch stirbt von der Clay. Lass mich raten, Putin wird übrig bleiben. Es wird eine 2. Ja, das ging schnell. Das ging sehr, sehr schnell. Sie haben dagegen gepusht. Ja. Auf die Nase bekommen und schon steht es 1-7. Da kannst du machen nichts. Da kannst du machen nichts, genau. Da kannst du machen nichts. Nixe. So, ja, bei mir auch wieder scheint eine 1 bis jetzt zu werden. Eine sehr langsame. Was mich eigentlich wundert, doch, dass sie doch ihre Überzahl hätten. Na egal. Es gibt hier einen kleinen Gunfight auf Long. Boah, schick reingepusht, der RCMA. Schöne Chewbacca Gold. Putin holt dem dessen Blockmonster anscheinend von hinten, wenn das nicht gefällt. Ja, können wir da rausgeholt von Jigsaw. 8 zu 1. Carlos 12-1, Jigsaw 11-3, schicke Stats. So. Viele orientieren sich Richtung Mitte und 2. Ah, da piekt Jigsaw sehr gut rein, nachdem Putin geflasht worden ist. X holt sich den nächsten aus Jigsaw mit dem Double Kill. Gizmo aimt den Flank ab.
Jetzt ist er bekannt und missplatziert. Ein Jigsaw, Entschuldigung, Gizmo alleine gegen 5. Ja, meine Jungs, eben alles ab. Jo, wurde von Mitte gesichtet. Ja. Von Hicks rausgeholt. 9:1. Ich habe hier Justice auf 2, zeige nach oben. Sie wollen das Ding jetzt hier, glaube ich, sicher machen. Nehmen die sichere Variante, indem sie auch nach oben gehen. Blockmonster hat hier Gizmo rausgeholt und Carlos Schumacher. Während Putin Carlos rausgeholt. Schicke Blind Nate von Blocky, die einfach quer über die Map war. Beziehungsweise quer über Red. Die hat dann nice gemacht. Das war eine Random Nate. Kann man mal machen. Ja, starker Teamkill von Ramon. Gegen ja. Bester Mann. Ja. Jetzt nochmal überlegen, weil wenn du T-Bags, auch wenn du deinen eigenen Mann machst, ist auch unsportlich. Das ist nicht gut. Oder kann als unsportlich gewertet werden. Ja. Und dann würde es 1-1 nach Map stehen. Und das nach bei einer 10-1 Führung wäre das nicht so klug. So. Die wahrscheinlich letzte Runde. Größte Praline der Welt. Und Ramon holt sich nur den No-Aim raus. Holt sich Chewbacca raus. Ah, Gizmo holt sich Erzhelm raus, holt einen Double Kill und Putin mit der Claymore. Jetzt ist es eine 2 gegen 2 Situation. 2 gegen 1. Und Gizmo holt sich Hicks raus. Und Putin holt sich Hicks raus. 2 gegen 10. Schick gemacht von Putin. Also spielen kann der Junge. Ja, hier, bei mir ist immer eine klassische Aufteilung. Entweder gehen zwei nach oben oder dann nicht, aber es geht immer dieselbe auf denselben Spot. Jigsaw macht immer oben, beziehungsweise 1. Justix macht 2. Schicker Killer gerade von Chewbacca, der Carlos rausgeholt hat. No Aim konnte voll Blockmonster rausholen. 3-2 Situation. Schwitzer einen Unterzahl. Aber ich glaube, sie wissen, wo die Jungs sind. Ja. Gizmo konnte da retten. Er hat zu dem Abpuss von hinten. Gelingt ihm. Mehr oder weniger. Ja. Und das war's. Ist das vorbei. Ja. Das war's. Ja. Auch eine schnelle Runde. Cheatsider ohne Dosenbier, aber diesmal mit 2 Runden am Stück konnten für sich entscheiden können. Naja, wie gesagt, bedenkt. Bedenkt, dass sie ja GGWP, dass sie in Unterzahl waren. Mhm. Also. Ja, Leute, das war das Auftaktspiel. Season 6 hat begonnen. Mhm. Wieder jedes Wochenende zu euch da. Ah, und Sonntag werden es, am morgigen Tag werden es viel mehr Spiele geben. Das war jetzt sozusagen das Einstiegsspiel, was viele vielleicht hätten gerne länger gewünscht. Aber unter den Umständen ist das jetzt halt so ausgegangen. Deswegen werden wir morgen 3 Spiele streamen. 3 Stück, 3 Partien. Ja, Kevin, werdet ihr zweimal hören, nicht nur einmal. Weil ich um 19 Uhr... Ich werde, wie gesagt, nicht selber spielen, aber ich möchte meinen Jungs Beistand leisten. Aber danke an Kevin, dass er das Stream für meine Jungs übernimmt. Mhm, ist doch kein Thema. Ja, das ist ein GG. Gibt's da irgendwas zu sagen? Waren noch irgendwelche Fragen, nee, ne? Ja, ich glaube, wir hätten uns gerne einen etwas längeren Auftakt gewünscht. Ja, natürlich, aber ist jetzt halt nun mal leider so. Nichtsdestotrotz, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch nach einer etwas längeren Pause diesmal. Auch nach einem Jahreswechsel. Und hoffe eigentlich, dass... Ja, dass er wieder alle zahlreich einschaltet, auch die nächsten Tage, wenn Kevin nicht da sind.
Aber ich Genau. kenne euch und das werdet ihr. Gut, Kevin, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich schon mal und lasse dir die letzten Worte. Macht's gut, Ja. Leute, bis hoffentlich morgen. Ah, danke, danke, danke. Danke dir, Enfidno. War wie immer eine Freude, mit dir zu streamen. Ich schaue noch mal kurz nach, was morgen für Spiele kommen werden. Dann kann ich euch gerne noch mal so auf dem Laufenden halten, damit ihr schon mal wisst, wann ihr zuschalten könnt oder wann es ungefähr beginnen sollte. Ja, muss mal kurz auf den Spielplan schauen. Also, wenn jetzt nicht irgendeine Veränderung bestehen sollte, ein Spiel wurde ja vorgezogen, wie ich das verstanden habe, ne? Das ist das heutige, ja. Also, okay. Aber morgen spielen wir ja drei Spiele, ne? Also um 17 Uhr, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, sind die Six gegen Füchse? Füchse. Um 18 Uhr Schweizer Helde mit Dosenbier Genau. gegen Project Z. Und um 19 Uhr Revolt gegen, wir nennen uns diese Season nicht Innocent, wir sind einfach mal die Fans with Friends. Weil, Genau. genau, weil wir ein Mixteam haben diesmal. Genau. Also, wie gesagt, morgen Sonntag, den 14.02.2021 um 17 Uhr Altenfüchse gegen Moots. 18 Uhr Project Z gegen, wie war das nochmal? Schweizer Helder mit Dosenbier. Genau. Und um 19 Uhr Revolt gegen Saints and Friends. Ist zwar Waldstark, aber eure Freundin versteht das schon, wenn ihr lieber uns gucken wollt. So, damit ihr Bescheid wisst, wünsche ich euch allen einen angenehmen Samstag, noch ein schönes Wochenende und hoffentlich sehen wir uns dann morgen in den weiteren Streams. Ja, Nico und ich sagen Genau, bis dann, tschüss.